Die Schauspielerin Margit Carstensen ist tot. Sie starb im Alter von 83 Jahren in Heide in Schleswig-Holstein. Carstensens Agentin bestätigte den Tod der Schauspielerin unter Berufung auf die Familie der Schauspielerin. Margit Carstensen sei am Donnerstag in einem Krankenhaus gestorben. Sie war ein Gesicht des neuen deutschen Films, Rainer Werner Fassbinders Film Martha hatte sie berühmt gemacht. Aber auch in komischen Rollen war sie beim Publikum beliebt. Ihren letzten Auftritt im Fernsehen